Jahr 2034 haben nukleare Angriffe die Bevölkerung der Erde dezimiert. Die übrig gebliebenen Menschen wurden unterdessen mit einem unbekannten Virus infiziert. Die Infizierten sterben innerhalb 7 Tage und werden schnell zu bluthungrigen Zombies. Du bist ein Überlebender in Naves Gate County, Arizona. Ein seltenes Eden in einer Welt voller Zerstörung. Ironischerweise bedeutet Naves Gate in der Sprache der Apachen Monstertötung. Und das ist es, was du tun wirst, um für dein Überleben zu kämpfen und der Wahrheit, was wirklich geschehen ist, näher zu kommen. Niemand hat es geglaubt, niemand erwartet und nichts kann es aufhalten. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal und zwar 7 Days to Die. Ja, was macht das Spiel, was kann das Spiel und warum zocke ich das Spiel? Wir befinden uns hier in einer postnuklearen Welt, wo Zombies leben, wo Zombies rumlaufen. Und ja, wir müssen hier uns sozusagen schlagen, um überleben zu können. Und wir fangen einfach mal an, hier ein paar Steinchen und alles sowas, was wir am Anfang brauchen, einzusammeln. Ja, warum habe ich diesen Titel gewählt? Ich liebe Survival Games. Wer meinen Kanal kennt, der weiß das mittlerweile. Und habe damals alleine oder auch im Multiplayer das Spiel Rust gesuchtet. Nur, da haben die Entwickler irgendwie den falschen Weg eingeschlagen. Ich habe das jetzt schon lange, lange Zeit links liegen gelassen. Und ja, find's halt nicht mehr so toll, wie es einmal war. Das Problem ist einfach, wir sollen einen Schlafsack machen. Machen wir mal eben. Wir nehmen nämlich das Tutorial mit, weil dadurch kriegen wir ein paar schöne Pünktchen. Die Entwickler haben es einfach verschlafen, irgendwann mit dem Spiel vernünftig weiter zu agieren. Vernünftig weiter daran zu programmieren. Und ja, deswegen habe ich einfach da die Lust verloren. Und jetzt habe ich hier dieses Spiel entdeckt, was schon einige Jahre auf dem Markt ist und befindet sich jetzt gerade in der Alpha 16. Ja, Alpha? Es gibt Spiele, die sind lange in der Alpha, aber gut, ob da nun Alpha draufsteht oder Beta oder Early Access oder was auch immer. Das ist ja in der heutigen Zeit nun mal so. Platziere einen Schlafsack, das machen wir gleich mal. Zack, zack. So, haben wir. Wir hauen den mal hier rein, falls irgendwas passiert. Das ist eigentlich relativ egal, wie der Titel sich nennt. Ich finde es aber nur schön, dass man hier wieder Survival hat ohne Ende. Sammel kleinen Stein haben wir. Fertige eine Steinaxt, das machen wir auch. Achso, dafür brauchen wir wahrscheinlich Holz, ne? Oder? Ah ne, habe ich sogar schon. Und ich finde es halt schön, dass man hier komplett survivalen muss. Man muss halt sich um Trinken, um Essen kümmern. Was mir nicht ganz so zusagt, ist halt dieses Zombie-Gemetzel hier. Aber das gehört zu diesem Spiel nun mal dazu. Und da müssen wir halt durch. Aber das Schöne an diesem Game ist, dass wir einfach, so, wir werden mal das fertigen, das fertigen, das fertigen. Und dann haben wir schon nichts mehr am Mann. Das Schöne ist halt, dass es hier ums Überleben geht, dass wir hier alles craften können. Hier kann man von der Kloschüssel bis zum Fensterrahmen oder irgendwelche Werkbänke craften. Und das ist einfach nur cool. Das gefällt mir richtig gut. So, jetzt müssen wir aber langsam mal uns ein bisschen um Holz kümmern. Ach nee, wir haben jetzt die Axt. Ich voll Nase. So. Das Spiel ist eigentlich ganz, ganz schnell und ganz, ganz leicht erklärt. Alle 7 Tage, oben sehen wir ja Tag 1,
alle 7 Tage in der Nacht ab 22 Uhr kommen die Zombies, ja, straight auf uns zu. Da werden sie sozusagen zu blutrünstigen Monstern. Also gut, ein Zombie ist auch nicht der beste Kumpel, mit dem man mal frühstücken gehen sollte. Aber alle 7 Tage in der Nacht wären es unsere besten Freunde. Und dann werden sie halt schneller, sie werden blutrünstiger, sie verursachen mehr Schaden, sie suchen uns auf, sie lauern uns auf. Und ansonsten laufen sie halt, ja, so ein bisschen hier durch die Map rum. Aber wie gesagt, alle 7 Tage wird's, umso länger das Game dauert, umso höher man gelevelt ist, umso schwieriger wird es. So, jetzt haben wir, glaube ich, ein paar Steinchen. 37 Steinchen, das werden wir mal hier anziehen. Was wir schon gecraftet haben. Jetzt brauchen wir noch eine Kapuze und Schuhe. Schuhe. Und eine Kapuze. Und dann haben wir den nächsten Punkt der Quest fertig. Und da müssen wir einfach mal gucken, wo sind wir denn hier eigentlich auf der Karte? Im Schnee. Toll. Mehr sehen wir doch nicht. Ich möchte gerne dahin gehen, wo wir besser leben können. Bedeutet, irgendwo dahin, wo es grün ist. Da ist ein Wildschwein. Dich wollen wir nicht. Du kannst uns töten. Ja, alles weiß ich von dem Game halt noch nicht. Ich bin relativ neu in diesem Game. Hab da natürlich schon ein bisschen reingeschnuppert, um zu gucken, worum es hier eigentlich geht. Was man hier eigentlich machen muss. So, wir sind aber relativ mittig auf der Karte. Wir laufen mal Richtung Norden. Vielleicht finden wir ja da irgendwas. Also für jeden Tipp, für jeden Trick bin ich auf jeden Fall offen. Wir werden einfach mal gucken, was wir hier so reißen können. Oder ob uns einfach, da ist der erste Zombie da. Und wir werden einfach mal gucken, was wir hier reißen können. Oder ob die Zombies uns zerreißen. Weil ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie heftig die Leute werden. Sammel Pflanzenfaser. Wir brauchen noch mehr Pflanzenfaser. Okay. Ich weiß halt noch nicht, wie blutrünstig die Zombies wirklich werden. Ich habe es jetzt einmal gezockt bis Tag 7 und einmal im Stream haben wir das kurz gezockt. Ich glaube, da waren wir bei Tag 14 oder so. Also so wirklich viel gesehen und gemacht habe ich noch nicht in dem Game. Und ich möchte hier einfach erstmal raus aus dem Schnee. A, weil kalt und B, weil nicht schön. Hier in diesen Baumstümpfen ist öfter mal was Schönes drinne. Und wir brauchen am Anfang sehr, sehr viel an Federn. Pflanzen kaputt. Achso, ich muss sie noch anziehen. Einmal und zweimal. Da werden wir uns wahrscheinlich gleich einen Bogen machen dürfen. Oh, hier ist schon mal Wüste, wie es aussieht. Wüste ist gut, weil wir da... Blei, na toll. Werden wir da eigentlich ganz cool hier an Essen rankommen. Mit den Kakteen. Und Essen und Trinken ist hier so heftig in diesem Spiel. Oh. Wenn man gegen einen Kaktus läuft, ist das schmerzhaft. So, was müssen wir denn jetzt machen? Ein Holzknüppel sollen wir machen. Habe ich jetzt eigentlich Holz? 20 Holz. Das war aber auch nicht so dolle. Ich glaube, ich hätte da einfach mal ein paar Bäumchen mitnehmen sollen. Ich, Nasenbär. Ah, hier ist noch ein bisschen Holz. Kommt da einer an? Ja. Wir nehmen natürlich erstmal die Quest mit, keine Frage. Denn das gibt echt Punkte. Und das Coole ist hier an dem Game, man muss nicht nur craften und man muss nicht nur überleben. Nein, man muss und kann und soll und darf sogar... ist tot. Man muss hier sogar seinen Charakter skillen. Bedeutet, wir können unsere Werkzeuge verbessern, unsere Waffen verbessern, uns selber verbessern und so weiter. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Knüppel. Knüppel. Damit wir ihm erstmal eins auf die Laterne geben können. Obwohl ich eigentlich Angst habe, dass der uns eine pfeffert. Und dann müssen wir auch relativ zügig irgendwo ein Haus finden. So, was war denn jetzt? Ein Bogen will er jetzt. Okay, jetzt kommen wir dahin mit dem Bogen. Sehr schön.
Dann machen wir doch schon mal unsere erste Fernkampfwaffe oder allgemein erstmal eine schöne Waffe. Die Nester müssen wir hier immer mitnehmen, weil da sind Federn drin, ab und zu mal noch ein Ei. Ein Ei ist gut, wenn wir das kochen, aber da sind wir noch nicht. Wir sind noch nicht der Sternekoch. Oh, da ist auch wieder einer. Aber wir haben hier echt eine blöde Stelle von dem Seed erwischt, wie es aussieht. Oh ja, komm her. Wir brauchen auf jeden Fall Pfeile. So, zack, 23 Pfeile. Ist jetzt noch nicht so dufte. Ja, wir müssen, wie gesagt, noch eine Bleibe finden für die erste Nacht. Denn wir sehen, wir sind jetzt schon mittlerweile fast an 11 Uhr rangerückt. Und ab 22 Uhr ist hier richtig Partyalarm. Und da möchte ich doch schon gerne ein Dach über den Kopf haben. Ob wir was finden, wo wir was finden, wie wir was finden. Oh, da ist eine Schlange. Schlange ist auch uncool, weil die vergiftet uns. Wir sehen unten links auch im Bild, haben wir eine HP-Leiste und wir haben eine Wohlbefindungsleiste sozusagen. Wohlbefinden nennt sich das Ganze. Und damit können wir schneller laufen, schneller hacken. Wenn die Leiste halt, wie sie gerade jetzt ist, bei 63, bei 60%, dann wird es halt immer langsamer. So, warum ist denn hier schon wieder Schnee? Das gibt's doch gar nicht. Ich möchte irgendwo jetzt mal was Schönes sehen. Ein Haus wäre schön zu sehen. Und auf jeden Fall mal eine grüne Fläche wäre auch ganz cool zu sehen. Hier ist wieder Schnee. Da ist eine Hütte. Okay, eine Hütte haben wir schon. Oh, da ist eine Stadt. Okay. Das ist genial. Da ist ja die erste Nacht quasi schon einmal gerettet. So, wir nehmen mal noch eine neue Axt. Die craften wir uns eben. Wenn wir Holz hätten. Das ist ja doof. So, wir werden mal hier ein bisschen Holz rausholen. Können wir uns jetzt die Axt craften? Jawohl. Die zerlegen wir wieder. So. Und dann gleich hier noch ein bisschen mehr Holz mitnehmen. Die Wüste hat nicht wirklich viel Holz. Deswegen möchte ich gerne in ein grüneres Gebiet. Oh nee, nicht ein Geier. Für dich habe ich ja gar keine Zeit. Hat der uns jetzt im Visier? Nee, geh weg von mir. Ich würde gerne noch... Oh nee, das ist ein Schneetyp. Wir brauchen auf jeden Fall noch Holz. Holz, 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 Holz. Die Geier sind geil, was Federn angeht. Jedoch haben wir halt einfach im Moment nicht so viel Power, um den einfach mal kurz zu eliminieren. Deswegen lassen wir das erstmal sein. Ich hoffe, dass der uns nicht angreift. So, man kann hier wirklich in diesem Game alles looten. Man kann alles looten, man kann alles zerstören. Man kann alles abbauen. Und das macht das Spiel halt echt so spannend und so komplex. Also ich habe, wie gesagt, jetzt das Spiel schon mal gespielt. Das Maximalste war, glaube ich, Tag 14, 15 oder so. Und es gibt so viele Rezepte hier in diesem Spiel. So viele Rezepte. Dass man halt einfach, ich weiß es nicht, 100 Stunden spielen muss oder so. Um die ganzen Rezepte erstmal kennengelernt zu haben. Wenn man sie denn bei 100 Stunden überhaupt alle schon mal gesehen hat. Also langweilig wird einem so schnell hier, denke ich mal, nicht. Die Frage ist halt dann einfach nur, wie es in Richtung Überleben dann halt ist. Wie man seine Base dann aufbaut am besten. Wie man seine Verteidigung am besten aufbaut. Das muss ich persönlich alles noch lernen. So, und wir sollen auf jeden Fall in der Quest gleich ein paar... Ah, das ist schon mal ganz gut. Was ist das denn? Cottonseed, okay. Wir müssen hier ein paar Ramen bauen. Machen wir mal Ramen. Machen wir mal ein paar. Ein bisschen Holz haben wir ja jetzt. So, wir gehen schon mal in Richtung... Ach, guck mal. Hier in der Wüste anscheinend findet man ganz cool
diese Federn. Ja, wir müssen dann später wirklich ins grüne Gebiet gehen und irgendwie uns Bäume besorgen. Beziehungsweise dann die Samen der Bäume. Dass wir die irgendwie bei uns in der Nähe anpflanzen können. Man kann halt wirklich alles neu anpflanzen aus den verschiedensten Biomen. Das ist echt wirklich genial. So, zu der Hütte wollte ich eigentlich. Oder wollen wir gleich in die Stadt gehen? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Wir haben schon 12 Uhr. Für eine Sache müssen wir uns definitiv entscheiden. Weil die Zeit rennt hier. Ja, da ist auch noch ein Vogelnest. Immer nur so 7. Ist jetzt auch nicht so. 21, das gefällt Papa schon besser. Haus oder Stadt? Oh, da ist schon wieder ein Geier. Der Geier geiert auf uns. Wir nehmen hier noch ein paar Yucca mit. So, Federn. Oh ja, Federn sieht ganz gut im Moment aus. Aber die sind so schnell auch schon wieder weg, die Federn. Also, ein Rucksack, okay. Eine Machete. Oh, nice. Nehmen wir. Auch wenn es nicht die beste ist. Können wir den mal gleich auf die Nase da hauen? Oh, die Machete mal ausprobieren. Komm her. Nein. Oh, jetzt hat er uns eine geklebt. Nein, er steht wieder auf. Oh, jetzt ist er. Jetzt hat sich's erledigt. Hat er was dabei? Hm, Papier. Unheimlich dufte. Dafür haben wir uns eine knallen lassen. Naja, gut. Gehen wir erstmal in das Haus. Komm, wir gehen erstmal in das Haus. Das ist ein riesiges Haus. Ich möchte eigentlich immer in ein relativ kleines Haus, weil ein großes Haus zu verteidigen, puh. Schwierig und so. Aber wir gehen mal da rein. Weil da ist auch schon wieder der blöde Geier. So, dann nehmen wir hier die Stühle auch mit. Die können wir nämlich scrappen. Also. Und da drin ist richtig Party. Die können wir nämlich zerlegen. Und dann haben wir nämlich mehr Holz. So. Was? Nicht tot? Nicht tot. So, wo ist er jetzt? Ach da. Da ist noch einer. Das ist richtig Action. Na, treff doch schon. Oh, nee, oder? Mhm. Sehr schön. Oh. Oh. Hehe. Nach unten ist er gefallen. Wir nehmen mal hier unsere Holzrahmen. Sonst fallen wir nämlich auch gleich da rein. So, und dann kriegt erstmal er hier auf die Nase. Na. So. Oh, da kommt dicke Mutti. Geh weg von mir. Oh nein. Oh ja, fall um, genau. So. Tabletten. Sehr geil. So. Wie viele sind denn da unten? Oh, einige. So. Zack. So. Oh, wie viele sind denn hier drinne? What the hell? Oh Gott, ich habe noch einen Pfeil. Oh, wir müssen Pfeile craften und ich muss hier kurz mal weg.
Servus. Pfeile. Pfeile. Oh, da kommt auch der Geier. So. Nein, Geier, lass mich in Ruhe. Nee, wenn sie... Ah, okay. Ah, der steht bestimmt gleich wieder auf, genau. Weil sein Kopf war in der Treppe. Spring doch nicht so. Ah, das ist doof. Wenn der so springt, ist doof. Ja, wir sehen, die haben schon echt Power. Und wir haben halt am Anfang noch nicht so coole, starke Waffen. So, jetzt aber. Ah, Essen ist immer gut. Oh, hier ist richtig Party in dem Haus. Gut, der nächste, bitte. Oh, wir haben jetzt erstmal wieder 20 Pfeile, das ist schön. So, da haben wir noch die beiden Muttis. Einmal. Oh, jetzt kommt der auch noch. Meine Güte, ey, also... Das Zielen hier, das müssen wir noch ein bisschen üben. So. So. Oh, Geld ist immer gut. Komm, weg damit. Geld auf jeden Fall. Und dann werden wir uns, wir haben es schon 2:30. Wir werden uns definitiv dann hier erstmal Snowball. Hier das Haus irgendwie so ein bisschen für die Nacht safe machen. So, wir müssen irgendwie an einen Knochen kommen. Dann können wir uns nämlich... Oh, da war er weg. Okay, kein Messer. Kriegen wir mit der Machete vielleicht einen Knochen raus? Ach so! Ah, Inventar voll, alles klar. Oh, 147 Federn, das ist gar nicht so schlecht am Anfang. Die Mütze. Okay, dann zerlegen wir die. Können wir auch zerlegen. So, dann können wir nämlich mit dem Knochen ein schönes... Ah, ja, genau. Ein schönes Knochenmesser machen. Genau. Sehr schön. Hier fährt keine Ahnung. Wir werden an alle Sachen noch rankommen. Mal schön. Oh, da ist ein Tresor. Wie geil. Den werden wir dann irgendwann auch mal aufkloppen. Die Stühle können wir zerlegen. Dann nehmen wir den Kleber. So, ist hier noch was? Wir brauchen eine neue Axt. Wieso habe ich keine Steine? Sehr merkwürdig. Hab doch vorhin ganz viele Steine geklopft. Naja, gut. Wir werden auf jeden Fall erstmal jetzt hier unseren Schlafsack hinschmeißen. Falls wir sterben sollten, spawnen wir nämlich hier wieder. Und dann werde ich mich einfach hier mal entmüllen. Essen rein. Das rein. Ah, die Fackel behalten wir mal. Das kann erstmal hier rein. Alles kann eigentlich erstmal hier rein, außer Holz und Stein, was wir auf jeden Fall brauchen. So. Okay. Schon mal gar nicht so verkehrt aus. So, dann werden wir mal... ja, das ist jetzt wieder doof. Wir haben wieder keinen Stein. Ey, wieso haben wir denn schon wieder keinen Stein? Das ist doch vollkommen doof. Kriegen wir hier Stein raus? Ja, toll. Das ist ja blöd. Mein Stein ist weg! Mein Stein ist weg! Brauchen vier... Ah, vier Steine brauche ich? Na, unheimlich dufte. Die kann ich doch wieder hier zerlegen. Ah, okay.
Einmal neu, bitte. Der Geier macht mir auch irgendwie ein bisschen Angst macht er mir. So, jetzt hier aber. Rucksack. Oh, ein Waffenteil. War das, glaube ich, gerade. Ja, Waffen kann man irgendwann später auch dennoch craften und finden. Und es gibt so viele Rezepte, die man noch lernen muss. Also wir müssen irgendwie dann Bücher finden und alles. Also das ist echt schon nicht ohne. Oder habe ich die Steine jetzt gerade in den Schrank, in die Küche gepackt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, das Gute ist an diesen kleinen Steinen hier, ich nenne sie immer Ressourcensteine, weil aus diesen Steinen kriegt man noch Eisenerzen mit raus. Das ist für das Spiel sehr, sehr wichtig. Zumindest habe ich das bisher so in Erinnerung. So, dann können wir das Ding hier aufkloppen. Da ist nämlich Surprise, Surprise, immer eine Überraschung drin. Wir sehen unser Wohlbefinden, unsere Ausdauer. Die ist halt am Anfang echt bleh. Die muss man halt Stück für Stück dann hochskillen, hochleveln. Toll. Aber wir haben ja noch keinen Schraubenschlüssel, oder? Nee. Nee. Leider. So, was haben wir hier noch drin? Oh! Eine Pistole. Zwar nur mit 10 Schuss. Aber immerhin. Immerhin. Papier. So, den machen wir später auf. So, was haben wir hier noch drin? Ist hier einer? Nee. Medizinschrank. Leer, hervorragend. Toilette. Gibt's da AA? Nee, keine AA. AA brauchen wir für plus 1. Ist okay. Ah, nehmen wir mal mit. AA ist nachher gut für Dünger. Fetzen, na toll. Zerlegen, nee. Wollen wir nicht. Eine leere Dose, ich bin begeistert. Ja, okay. Gut. Für das Erste würde ich sagen, bauen wir ein bisschen die Base hier safe für die Nacht. Das heißt, wir haben jetzt wie viel? 48 Steine, das ist schön. So, da die Zombies nicht fliegen können, sondern wie wir Menschen Füßchen haben, zumindest haben teilweise noch Füßchen, werden wir uns hier sozusagen wie eine, ja, Rampe schaffen, dass die in der Nacht nicht zu uns hochkommen können. Wir müssen nur gucken, wir haben ja da noch eine Außenleiter, müssen wir gleich mal gucken, dass die halt wirklich nicht hier hochkommen. Das wäre nämlich total schlecht, weil die machen Rambazamba und dann hat sie es mit uns erledigt. Alles Metall, okay. Und wir sollten hier diese Dinger bauen. So, jetzt machen wir hier. Zack, zack. Das sollte eigentlich so funktionieren. Und wir sollen die auch noch aufwerten, laut unserem Tutorial. Und da machen wir. Ich glaube, da sollten die nicht hochkommen. Ich glaube nicht. Oder? Hätte ich die vielleicht noch eins weiter hier machen sollen? Eine neue Axt einmal bitte. Machen wir gleich zwei. Komm, wir machen es noch eins weiter nach hinten. Ich habe keine Lust auf Überraschungen. Ich weiß jetzt nicht, ob die eins oder zwei springen können. Also ein Feld, ein Block. Da bin ich mir gerade etwas unsicher. Deswegen machen wir einfach mal das Jutestück 1 weiter. So. Einmal aufwerten und damit haben wir die Quest auch geschafft. Jetzt machen wir hier oben noch die Decke etwas weg, dass wir hier springen können. Und dann gucken wir mal, wie es da aussieht mit der Außensteintreppe. Ich glaube, das war eine Steintreppe. Dass sie da auch nicht hinkommen. Und dann haben wir
schon mal was. Auf jeden Fall für die erste Nacht, vielleicht sogar für die zweite Nacht. Müssen wir mal gucken, ob wir dann in die Stadt gehen. So, von hier sind wir ja hochgekommen. Oh, ah, guck mal, die haben hier das gute Stück auch wieder weggemacht. Wir machen mal einen neuen Rahmen hier hin. So, zack. So, alle Heps. Ah, nee, das war sogar eine Holztreppe. Das ist sehr geil. Dann hauen wir die auch noch schnell weg. Und dann haben wir gar keine Probleme. Dann sollten die uns auf jeden Fall nicht erreichen können. So die Theorie. Na, guck mal, das. Guck mal, das ist Papa Klaus. Und Papa Klaus wollte uns eine auf die 12 geben. Oh, der hat nichts dabei. Schade. So. Ene, mene, miste. Die Nacht kommt bald und gleich. So. Dann können wir auf jeden Fall von unten reinkommen. Mit diesem Sprunggedöns, was wir da gebaut haben. Und die Zombies sollten eigentlich... Oh, da ist noch eins. Sollten eigentlich hier nicht reinkommen. Klack, klack. Und die Axt ist gleich wieder Geschichte. Da unten sehe ich noch eine Tasche. Die nehmen wir auf... Naja, hier kommen die nicht hoch. Wir machen das auch noch weg. Vorsichtshalber. Wie gesagt, wir wollen... Also ich habe nicht vor, jetzt diese Base hier auszubauen. Die ist mir viel, viel, viel zu groß am Anfang. Um die alleine auseinander... alleine zu verteidigen. Das ist viel zu viel Arbeit. Meiner Meinung nach. Korrigiert mich, wenn es nicht so ist. Ich finde schon. So. Dann müssen wir uns halt jetzt weiter erstmal darum kümmern, nicht ins Gras zu beißen. So. Oh. Zack. Naja, das schaffen die Zombies nicht. Das schaffen die Zombies nicht. So, Ladies und Gentlemen, wir haben aber die 30 Minuten geknackt. Für die erste Folge soll es das gewesen sein. Habe mir vorgenommen, die erste Folge etwas länger zu machen, dass ihr erstmal das Spiel kennenlernt, wer es noch nicht kennt. Beziehungsweise erstmal so einen Einblick zu kriegen, was das hier für ein Spiel ist. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufräumen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt 7 Days to Die. Wir kämpfen ums Überleben. Ich bedanke mich bei euch, wie immer. Wir sehen, hören und riechen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.